I don't want my teenage queen, I just want mein Steffen hier an meiner Seite bei BattleBit Remastered. Let's go. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Leute, hier zu einem neuen Let's Play zu BattleBit Remastered. Steffen und ich werden jetzt in das neue Phänomen auf Steam reinschauen. Zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Vielleicht ist es, wenn ihr das hier guckt, schon wieder komplett out. Aber gerade hat es mehr Spieler als Battlefield 2042. Es ist, glaube ich, auch keine Kunst, besser als 2042 zu sein, weil Battlefield war es immer so, oh, Battlefield 5 kommt, wir spielen alle Battlefield 1. Oh, Battlefield 2042 kommt, wir spielen alle Battlefield 5. Stimmt. Also es muss einfach ein weiteres schlechtes Battlefield kommen, damit alle Battlefield 2042 spielen. Stimmt. Aber jetzt haben wir ein, wie soll ich sagen, das ist eine kleine Indie-Perle, theoretisch. Ja. Mhm. Von 3 bis 4 Entwicklern. Mhm. Sieht alles aus wie Roblox. Es sieht alles wie Roblox aus. Aber es ist Battlefield an sich. Ich kann schon mal ein Match suchen. Was wollen wir mal gleich die ganz große? Ja, machen wir gleich das ganz große. Also, das Spiel ist gerade auf Steam verfügbar für, glaube ich, 14,99. Mhm. Vielleicht auch ein Grund, warum es so viele spielen, glaube ich. Ne? Ja. Ist einfach ein Schnapper. Es ist ein Schnapper. Also, es ist jetzt kein AAA 60-70-Euro-Spiel. Nein. Und hat 127 Leute gegen 127 Leute, wie ich sehe. Das ist absolut abgefahren. Das ist abgefahren. Ja. Und es sieht halt nicht so super prickelnd aus. Wir werden es gleich sehen. Das ist alles ein bisschen blocky. Ich finde, es hat aber auch einen schönen eigenen Style. Aber es hat alle Funktionen, die man von einem modernen Kriegsshooter haben möchte. Mhm. Man hat sowohl alles, was Battlefield kann. Mhm. Also auch alles, was Squad kann. Also man kann Sachen bauen, es gibt so ein Squad-Management-System, man kann In-Game-Voice-Chat machen, man kann lehnen und den ganzen Kram. Okay. Also ist absolut krass, dass sie das einfach so zusammengebaut haben. Wenn selbst Battlefield es nicht hinbekommt. Vielleicht will Battlefield es nicht hinbekommen. Vielleicht will es Battlefield nicht hinbekommen, das kann natürlich auch sein. Hat geil, wir haben direkt verloren. Direkt verloren, nice. Perfekt, gutes Timing. Wir spielen... Wie viele Spieler hatten mittlerweile Battlefield 2042? Wie viel gegen wie viel kann man spielen? 64 gegen 64? 64 gegen 64 ist es, glaube ich. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist das höchste der Gefühle. Und hier hast du 127 gegen 127. Das ist schon crazy. Also ich habe, glaube ich, noch nie ein Battlefield gespielt oder ein Art Battlefield, was 127 versus 127 gespielt hat. Mhm. Ich finde 64 und 64 ja schon eine krasse Zahl. Ja. Das Problem bei Battlefield 2042 war ja tatsächlich, die Maps, die waren zu groß. Ja. Das war diese Gefechte, die waren ja irgendwie alle vereinzelt, klein und irgendwie weit gefächert. Ja. Weshalb es halt diese große Schlachtfeldatmosphäre nicht gab, sondern eher jeder hat sein eigenes Squad und nimmt dann jeden einzelnen Punkt ein und trifft vielleicht auf wenige Leute. Mir hat es irgendwie gefehlt, dass es einen Punkt gab, um den alle gekämpft haben. Ja. So, hier können wir auf jeden Fall jetzt sehen, wir sind in Trop Alpha aktuell. Mhm. Und es gibt auch hier sowas wie einen Commander, der uns Befehle gibt und hier sagt, wo bin ich denn? Oh, wir brauchen vielleicht Kopfhörer. So, jetzt gucken wir mal. Ich spiele mal Medic, weil wie im guten alten Battlefield ist... Ah doch, man kann das hören. Ja. Wie im guten alten Battlefield ist es natürlich so, dass man als Medic schön Support-Punkte bekommt und man kann so schnell leveln. So. Mhm. Das finde ich ganz gut. Und was auch noch besonders ist an BattleBit Remastered ist, das gesamte Gelände ist komplett zerstörbar. Das, was Battlefield 2042 nicht hinbekommen hat. Ja. Yep. Ich hab leider... schade. In der Klasse habe ich leider keinen Vorschlaghammer, sonst hätte ich einfach die Wand einschlagen können. Oh, das war ja auch bei Bad Company so mit dem Schaufel, ne? Mit dem Spaten. Wie geht's hin? Dass man alles zerstören konnte. Es läuft ja flüssig. Das läuft mega flüssig. Es liegt vielleicht auch einfach an dem Low-Poly-Look so ein bisschen, ne? Wo bin ich denn überhaupt? Ja. Es ist ein bisschen unübersichtlich am Anfang, gerade wenn man die Maps und sowas noch nicht kennt. Also verzeiht mir, wenn ich jetzt hier noch nicht super weiß, wo jetzt hier die Action abgeht oder so, aber... Kannst du auch über Wände klettern und so? Ja, gut, dieses Spiel. Geht alles. Alles gedacht. Sliden, Slide Cancel. So, jetzt mal... Okay, hier geht's nicht durch. Du hattest jetzt nicht die Möglichkeit, die Wand da irgendwie einzuplanen? Ich habe leider als Medic keine Sprengmittel. Mhm. Okay, okay, aber... Aber hier sieht man schon, was es geht passiert. Es geht schon los. Hilfe! Lauf. Also ich glaube, man kann nicht 100% alles zerstören, aber viel. Mhm. Und alles, was so Backstein ist, kann man auf jeden Fall zerstören. Hier sieht man auch schon, was zerstört. Ist das Gegner gewesen? Nee. Hört nur so aus. Hier oben ist jemand, ich glaube, das ist ein Freund. Nachladen. Und man hat auch sowas wie halbe Magazine und so. Das heißt, wenn man nachlädt und das Magazin ist noch nicht leer gewesen, hat man halt plötzlich nur ein halbes Magazin im Inventar. Man kann die aber wieder zusammenpacken, sodass man halt die optimale Anzahl an Magazinen quasi hat. Okay. Das dauert aber nur ein bisschen, das ist eine separate Aktion. Okay, da ist ein gewisser Realismus drin, das heißt,
wenn du jetzt, sagen wir mal, 200 Schuss hast, sind die aber auf 6, 7 Magazine aufgeteilt. Genau. Und dementsprechend dann. Hier rüber? Okay. Die Hecke will nicht, dass ich über die Hecke will nicht. Ich geh hier rüber. Hier sind auf jeden Fall Gegner drin. Granate. Ich hab nur Rauchgranaten leider als Medic. Okay. Weil ich schlau bin. Ich nehme vielleicht doch gleich die Sturmsoldaten. Hier oben rein. Ja, warte nicht. Deine Aufgabe ist hier, Leute zu heilen. Wäre lustig, wenn der Kleiderschrank okay, jetzt irgendwie... Hey, ist niemand? Da war doch jemand. Da ist einer mit euch hochgegangen. Aber wir hören schon die einen mit uns sprechen. Die einen oder anderen Leute. Genau, in-game Voice Chat gibt's auch. Und was ich auch interessant finde, man hört quasi nur das eigene Team die ganze Zeit. Aue! Aue! Und wenn man, jemanden umbringt, kann der für, ich glaube, 30 Sekunden mit dem Gegner reden. Das finde ich ziemlich witzig. Ja gut, das ging schnell. Guck mal, ob ich jemanden wiederbelebt. 13 Sekunden. Nee, ich glaube nicht, dass ich wiederbelebt. Nee, ich nehme mal lieber Sturmsoldat, damit ich ein bisschen Schaden verursachen kann. Mhm. Na komm. Dieser Panzer ist voll, glaube ich. Hier kann ich entscheiden. Was hast du alles als Sturmsoldat? Also, ich habe hier M4 sozusagen, ich habe einen Sledgehammer, um mich durch kann, ich habe Minen, Bandagen hat jeder und ich habe Granaten. Okay. Da hinten sind Gegner. Schaltest du hier auch Scopes frei und aufsetzt für deine Waffen? Genau, genau. Das ist alles freischaltbar und es gibt keinen Ingame-Shop. Sehr gut. Bisher. Boah, Alter. Ja, helf mir. Danke, danke. Ja, ja, ich werde wiederbelebt. Und gleich zur Seite. Schön. Mal eine Granate rüberwerfen. Oh Gott. Oh, hinter dir. Selbst heilen. Du bist verarztet. Danke, Kollege. Oh, er rennt da rein, er rennt da rein. Der ist schon tot. Das ist immer so ein bisschen sich von Gebäude zu Gebäude. Ich hätte ihn jetzt nicht erkannt. Also Freund und Feind, wie erkennt man die, außer dass es plötzlich rot wird? Also über Uniformen sind ja alle gleich. Genau, über Freunden sind halt Namen und über Feinde nicht. Okay. Und das ist, glaube ich, das, woran man die hauptsächlich erkennt. Mhm. Was ich auch interessant finde, man kann Freunde, die verletzt sind, durch die Gegend zerren. Wenn sie zum Beispiel in Deckung zieht und dann fallt. Das ist ein gutes Feature, das ist gut. Das habe ich jetzt noch nicht so oft benutzt, aber es ist an sich ein gutes Feature. Mhm. Ich vergesse das nur immer. Ich überlege gerade, Battlefield hat das nicht, oder? Nee, Battlefield hat das nicht. Nee, ne? Battlefield hat sowas nicht. Was ich auch nicht verstehe, also das sind so... Shit, da kam gerade einer. Das war ein bisschen dumm von mir, naja. Ich habe auch noch nicht so super viel gespielt. Das war jetzt gerade Gegner. Ich habe noch nicht so super viel gespielt. Mhm. Man kann aber wirklich auch super viel freischalten. Und das ist quasi wie bei Battlefield damals. Ne? Je länger du eine Klasse spielst, desto mehr Sachen schaltest du die Klasse frei. So. Das gute alte System. Ja, ich muss sagen, ich tue mich ein bisschen schwer mit dem aktuellen Battlefield bei der Feind- und Freunderkennung. Ja. Weil sie dieses blöde, wie soll ich sagen, dieses Helden-System eingeführt haben. Ja. Wo einfach alle Operator in beiden Teams spielen können. Ja, ja. Was so überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Also selbst Call of Duty hat es verstanden, so, ja gut, wir haben hier zwei verschiedene Teams und verschiedene Helden pro Koalition und trotzdem so kann man die auseinanderhalten. Ja, das ist, also ich muss sagen, ich bin mit Battlefield 2042 ein bisschen versöhnt mittlerweile, weil es ein bisschen besser geworden ist und ein bisschen besser spielt. Aber man merkt halt doch schon, dass es immer noch einige Probleme hat und dass halt so Spiele wie zum Beispiel Battlefield Remastered, einfach weil sie inhaltlich und spielerisch besser funktionieren, halt auch einfach besser gespielt oder mehr gespielt werden sollen. Natürlich auch, weil sie günstiger sind, vollkommen klar. Ja klar, aber kostet Battlefield 2042 mittlerweile noch so viel? Das kostet, glaube ich, immer noch 60, 70 Euro. Ah, come on! Also ist EA ist da ja eh mal ein bisschen... Ich glaube, gerade die Battlefield-Reihe, ich glaube, du bezahlst auch für Bad Company 2 heutzutage noch 40 Euro oder so. Ich habe bei Amazon für 20 damals gekauft. Was passiert hier? Ich bin gerade noch ein bisschen lost, aber ich weiß nicht, ob ich hier durch bin. Mach mal was kaputt, demonstrier mal hier so ein bisschen die Engine. Lass mal Sledgehammer. Okay. 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 Hä? Achso, okay, es ist einfach nur zusammengefallen. Okay. Es ist halt alles ein bisschen wonky so, ne? Also man darf jetzt hier kein hyper-polished AAA-Game erwarten, wenn man das spielt, aber
Das macht vor allem Spaß, wenn man es halt im Squad spielt, richtig mit Taktik und so weiter, weil das kann auch sehr, sehr viel helfen. Och Mann. Glaube ich auch. Welche Nummer ist denn mein Sledgehammer? Was ich im Moment auch sehr schön finde, das ist zwar so eine große Map und so, aber du stirbst jetzt nicht irgendwie durch einen Scharfschützen von 400 Meter Entfernung und denkst dich so, okay, ich bin gerade gespawnt, laufe 5 Meter und dann. Ja, das stimmt. Hier sind sehr viele Möglichkeiten, Deckung, Verstecken. Man weiß eigentlich immer schon, wo die Frontlinie sozusagen verlaufen ist. Ganz hilfreich. Also hier wird gerade geschossen, hier unten werden Leute verarztet. Das heißt, hier ist auf jeden Fall irgendwas. Mhm. Und jetzt sehen wir hier gerade, dass da gegenüber auf jeden Fall jemand auf uns schießt. Ich hätte nur kurz jemanden. Geht doch nicht. Ah, Granate. Nein. Ah, verdammt. Und man kann auch hier wieder beim eigenen Team einsteigen, was natürlich auch sehr hilfreich ist. Mhm. Aber aktuell sieht es, glaube ich, für uns ganz okay. Ne, wobei, nee. Sieht so mittel aus. Stecken wir dem ein. Wo auch immer der gerade unterwegs ist. Aber ziemlich optimistisch von so einem kleinen Indie-Entwickler, so 127 gegen 127 das ist krass, anzuführen. Ja. Wenn die noch nicht mal wissen, ob das Spiel erfolgreich wird oder nicht. Ja, das finde ich schon krass. Aber gut, das ist halt darauf auszulegen, ne, ist dann vielleicht auch einfach schlau, weil das hebt das Spiel aus ein bisschen. Helikopter. Das finde ich auch nicht schlecht, die Fahrzeuge sind nicht so super übermächtig. Also Panzer sind schon gefährlich, so ist es nicht, aber es ist jetzt nicht so, dass du ständig von irgendwelchen Helikoptern halt niedergeschossen wirst, die kurz über dir hovern und du kannst nichts dagegen machen. Für mich ist das Problem mit diesen modernen Military-Shooter, dass die Uniformen sich so ähnlich sind. Ja. Also Zweite Weltkriegsspiele finde ich halt so immer, okay, die Westalliierten sind so überwiegend braun gekleidet und die Deutschen sind grau. Und Battlefield Vietnam, okay, gut, die Typen, die keine Schuhe haben. Ja. Kannst du schön auseinanderhalten mit Strohhüten. Aber bei den normalen, bei modernen Spielen finde ich das so schwierig. Ja, total. Oh, wir haben C4 freigeschaltet. Ich schon. Ja. Versuchen wir zur E zu kommen. Auf jeden Fall sehr weitläufig, diese Map, das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, sagen wir es mal so, du suchst hier gerade einen Schleichweg raus. Oh, oh nicht schlecht. Nein. Oh Gott, ja, so viel dazu. Ja, mit Schleichweg ist nicht so, ich suche mal, ich guck gerade mal, wo ich mich am besten jetzt. Kann ich mit dem Helikopter mitfliegen? Platz. Ach, Helikopter. Okay. Ich weiß, ich glaube, es gibt keine Fallschirme, aber ich bin mir nicht sicher. Es gibt keine? Ich glaube nicht. Okay, weiter so. Mal raus. Lass ich durch raus. Oder schon mal ausgestiegen. Springen. F? Ah, F. Boah, ich dachte, das wäre ein Gegner. Das wär's doch, ey. Ja, aber. Vor dir! Bin so schlecht. Ja, sagen wir es mal so, wir sitzen hier jetzt gerade auf einer Couch und spielen BattleBit Remastered. Ja. Das ist halt nicht die optimale Ausgangssituation. Der Bildschirm ist auch so weit weg. Es ist ein PC-Spiel, es ist ein PC-Only-Game. Genau. Und das sollte man dann auch am Schreibtisch spielen sitzen und mit. Ja, normalerweise sollte man mit wenige Zentimeter vor dem Bildschirm am besten sitzen, damit man das erkennt. Und meine Optik, die ich jetzt hier habe, ist noch nicht so richtig geil auf meinem Gewehr. Ich kam leider auch bisher noch gar nicht dazu, es zu spielen. Also ich habe es gekauft, aber es liegt bei mir gerade in der Steam-Bibliothek und wartet nur darauf, eingesetzt zu werden. Und ich hoffe, ich fange nicht viel zu spät damit an, wo dann der Hype wieder vorbei ist und keiner mehr spielt. Ich bin getötet. Ha! Nice. Granate hinterher. Was wir auf jeden Fall machen können, man kann auf jeden Fall auch Clans und sowas erstellen. Vielleicht machen wir einfach mal einen Rocket Beans Clan auf und dann kann man sich jetzt zumindest mal zusammenfinden und zusammenspielen. Oh, yeah. Weil ich glaube, das macht dann tatsächlich am meisten Spaß. Man hat zumindest irgendwie einen Squad halt, mit dem man zusammen unterwegs sein kann. So macht es auch total Bock. Also man kann auch einzeln spielen, so ist es nicht. Mhm. Aber es ist natürlich halt wie die alten Battlefield-Teile, im Squad hat man einfach mehr Spaß, weil man sich absprechen kann. Man kann Taktiken ausdefinieren und austesten und so. Ich bin schon beschossen von irgendwo, ich weiß nicht wo. Apropos alte Battlefield-Teile, gibt es einen Commander? Es gibt einen Commander. Oh. Ich weiß aber nicht genau, was der tut, ehrlich gesagt. So, die haben wir eingenommen. Ich glaube, der gibt uns einfach nur, sagt uns einfach nur an, wo wir hin sollen. Ich habe zumindest noch nicht sowas gesehen wie UAV oder irgend so ein Kram. Es gibt auch keine Minimap. Ja.
Ach doch, man kann, glaube ich, irgendwie, warte. Hier, ich kann hier so Mauern bauen, aufstocken. Also ich kann, wenn man, wenn man im Team spielt, kriegt man quasi diese Punkte für Squad. Und die kann man ausgeben, um Befestigungen zu bauen und halt verschiedene andere Perks so freizuschalten. Ich weiß aber nicht genau, ob die irgendwas mit dem Commander zu tun haben. Krödelt einfach durch der Panzer. Ich finde es so schön, wie der Panzer am Lücken so. Als wäre es so ein E-Panzer. Ja, so ein Tesla-Panzer, ne? Also Tesla in dem Fall einfach, dass. Ja, dass der Ding elektrisch ist. Ja. Also nicht der aus Command & Conquer. Ich fährt doch super schnell. Das ist super weird. Ja. Bitte überfahr mich nicht, danke. Ich sehe einfach gar nichts. So Command & Conquer Renegade. Oh, Renegade war super. Der Multiplayer-Modus von Renegade war auch großartig. Ja. Davon würde ich mir ein Remake wünschen. Von mir aus auch in dieser Roblox-Optik. Würde tatsächlich sogar passen. Gegner. Leider. Ich weiß gar nicht, es gab ja vor einiger Zeit Renegade X. Und ich weiß gar nicht, ob das irgendwie noch so supported oder gespielt wird. Oh, das weiß ich auch nicht. Wer soll denn mal reinschauen? Was sind die denn? Da sind sie. Oh. Do you have smokes? No. No. We don't have smokes. We have smokes. Wie hoffen wir das noch wiederholen? Hätte ich jetzt einen Medic gehabt, hätte ich smokes. Also nicht. Bloody hell. Komm schon. Es ist, Oh shit, haben wir mich erwischt. Oh Kollege, du schaffst es nicht zu heilen. Siehst du, zieht mich hier rein, ja, und treibt mich. Das ist ein cooles Feature. Geil. Danke. Es fühlt sich so befremdlich an, dass es so ein. Alter, wie soll ich sagen, so ein stilles Battlefield. Ja. Weil du hast ja normalerweise immer deine Battle Chatter. Stimmt. Also deine Charaktere oder die Verbündeten, die auch wenn du jetzt gerade nicht den Voice Chat benutzt, dann zumindest ihre Lines haben, die dir dann nochmal abgeben. Wir sind auf jeden Fall in keiner guten Position. Oder zumindest, wie soll ich sagen, es gibt auch einen Kommentator oder eine Kommentatorin, die dann immer sagen, wie der Stand der Lage ist auf dem Schlachtfeld. Ja, nee, das hat man hier überhaupt nicht. Hier ist gar keine Sprachausgabe vorhanden. Und es gibt hier natürlich auch im Gegensatz zu Benfield 2041 Dedicated Server. Ah, okay. Was natürlich auch hilfreich ist. Das heißt, man kann auch Spielen joinen, die irgendwie halt speziell auf das zugeschnitten sind, worauf man jetzt Bock hat. Klar, das gibt es bei Battlefield Portal auch. Aber man kann zum Beispiel sagen, okay, ich würde jetzt gerne auch nur nach Hardcore-Only suchen oder irgendwie so, oder nur bestimmte Spielmodi oder so. Hat keinen Sinn, da wieder zu leben. Versuchen wir dem Kollegen hier zu folgen. Der würde mich gerade zum anderen sonst hier. Okay, das sind eigentlich Claymores, die hier rumliegen. Das waren anscheinend unsere. Glücklicherweise. Tot? Ist tot. Wo läuft der hin? Ich glaube, der läuft jetzt ein Missionsziel. Was ist drin? Da steht was. Hinter dir. Oh Gott. Oh. Wo sind wir? Okay, das müssen wir uns sehen. Links von dir. Ah. Willst du mal eine Runde übernehmen? Ja, ich übernehme mal eine Runde. Ich bin mal gespannt. Du kannst auch. Du musst Leertaste drücken, dann sagst du quasi, okay, du möchtest nicht respawned werden. Okay. Und unten kannst du sonst auch die Klasse wechseln, wenn du möchtest, aber. Ja, es gibt zuerst ist der Commander, der ist halt voll schon. Commander, Sturmsoldat, Sanitäter, der Ingi, Unterstützer genau. Und der Auto. Engineer hast du halt einen Raketenwerfer, Unterstützer gibst du Muni aus. Naja, man kennt es. Genau, man kennt es. Ansonsten die übliche Steuerung so. PCs. Was auf jeden Fall nicht hilft im Gegensatz zu Battlefield ist so Dropshooting, also so dich auf den Boden werfen und damit du schlechter getroffen wirst oder springen oder sowas. Dann triffst du einfach gar nichts mehr.
Gott, die Waffe verzieht aber auch hart. Ja, ja. Genau, Granaten sind mit G. Ah, geradeaus, kann man noch markieren? Ja, mit der Maus hast du, glaube ich. Ah, fuck. Ja, das Blut ist ein bisschen. Ja, jetzt 30 Meter, da kommt keiner. Für 30 Meter, da kommt keiner angelaufen. Was ich mit diesen großen Maps immer schwierig finde, ist, wie es so aktuell steht. Du musst immer auch irgendwie in der Nähe nicht im Gefecht ist, ne? Genau. Von den Grünen ist das immer, da kannst du spawnen. Zum Beispiel. Dass man nicht genau weiß, wie es gerade steht. Das ist mal den Überblick zu behalten auf so großen Schlachtfeldern, finde ich sehr, sehr, sehr schwierig. Ja. Gerade außen dem Haus mit dem offenen Dach. Ah, da. Oh, links, links, links. Ja, okay. Ja. So, ich warte, ich bin hier mein. So, oh, krieg ich deinen Schenkel. Oh, ich hab. So. So. Förderung, yay. Level 4 sind wir schon. Man levelt auf jeden Fall relativ schnell, so ist es nicht. Und wir haben einen Claimer freigeschaltet, sehen. Clamor. Why claim one or play less? Was ist so ein Henker? Was baut der hier? Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade gelandet bin. Okay, der, was tut er? Ja, du kannst, glaube ich, mit irgendeiner Taste kannst du die wieder abbauen, diese Wände. Okay, du setzt dich da durch. Robben. Lol. Was hat er hier gebaut? Ja, der will einfach vom Schlachtfeld. Oh, okay, ich sehe schon, da ist auch dieses. Dieses Aufleuchten von Scharfschützen. Ja. Wären. Okay. Das ist auch, genau. Da ist ein Helikopter. Also. Das ist unser Panzer, glaube ich. Ja. War unser Panzer? Ja. Glaube ich, in die richtige Richtung? Ja. Wie viele Leute hier unterwegs sind. Das ist so krass. Oh, der hat hier eine ganz andere Uniform. Oh, warte, du bist. Ich bin geradeaus, ja. Ja. Alter, ey, geht gar nicht gerade. Muss man sich ein bisschen reingefuchsen. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja bei allen Shootern so, ne? So ein bisschen Gunplay und so, das muss man jetzt mal lernen. Oh, boah. Ach, komm schon, ey. Ich bin gelaufen. Ja, das ist auch so ein bisschen das Problem bei vielen Gegnern oder vielen Spielern sind so viele Gegner und du stirbst oft sehr schnell. Ja, kommst einfach so nicht. Aber ey, Respawn ist zumindest ziemlich gut, muss ich sagen. Ja. Geht echt fix. Also da habe ich andere Erfahrungen schon bei. Ach, der Typ schon wieder, ey. gut, der hat den mobilen Einstiegspunkt zugebaut, ja. So dass niemand kommen kann und den zerstören könnte. Nice. Und da. Links. Hinter dir ist, glaube ich, einer. Ah, fuck. Finden Sie den Einstiegspunkt? Ah, den hört man halt leider. Das ist das Problem. Das brummen wir wahrscheinlich auch die Gegner. Nee, noch haben sie ihn. Oh, aber natürlich bist du, glaube ich, in die falsche Richtung. Ist da einer, ja. Das ist ein Gegner? Ja gut. Kannst deinem Kumpel helfen? Drei gedrückt halten. Genau, als Sanitäter hast du quasi die Möglichkeit, es schneller zu heilen. Du kannst aber auch als normaler Medic kannst du Leute wieder beleben. Als normaler Soldat. Okay. Nur Medics sind halt deutlich schneller. Ach, das hatten wir auch hier beim Spiel ja ganz vergessen zu sagen, ne? Die Rolle des Medics, die in Battlefield 2 eingeführt wurde. Dass man mit dem Defi Leute wiederbeleben kann, aber auch die ganze Zeit immer versucht hat, mit dem Defi die Leute umzubringen. Genau. Wenn man von hinten irgendwas gehört hat, irgendwas laufen, dann ein wüsste man schon, okay, ja, was. I'm dead now. Und wahrscheinlich werde ich teabagged. Ey, bei Battlefield ist der Einstieg ja ewig, ne? Ist ja ewig, was auch nicht. Ja, das verstehe ich auch nicht, warum das so lange dauert mittlerweile. Also, ja, ich verstehe, man muss natürlich auch irgendwie bestraft werden, wenn man stirbt, aber das Gegner, ja. Lebt noch, Granate kannst du einmal treffen. Ist tot. Das ist noch einer um die Ecke, ja. Nice, tot. Oh, what? Das war, glaube ich, eine Granate, die. Ja, gut. Aber hinter dir, du bist überlebt. Ah, ja. Ist verarztet. Der wird schon bandagiert, also. Okay. Oben im Haus ist er drin. Ja.
Alter. Keine gute Position. You got smoke? Oh! Ach, shit. Da kam sie ja lang gelaufen. Ja. Ja, ja. Und es ist hier bei den Fahrzeugen so wie im guten alten Battlefield, die stehen irgendwo in der Base rum. Ah. Man kann die sich einfach nehmen und nicht durch irgendwie ein Ticketsystem kaufen, bla. Nein, nein, nein. Das ist auch so ein Schmutz. Also ich muss gerade überlegen, seit wann die das eingeführt haben mit diesem Ticketsystem. Ist nicht Battlefield 4? Ich überlege auch gerade. Ich glaube, das kam so zeitgleich mit Battlefront. Bei Battlefront war es sehr präsent. Oh ja, Battlefront war es furchtbar, ja. Bei der Neuauflage, ne? Ja. Battlefront 2, bei Battlefront 1 war es halt so, da gab es ja diese Holocrons oder diese Hologramme, die dann. Oh shit. Die man so eingesammelt hat. Ja. Oh shit. Okay, Granate werfen fühlt sich merkwürdig an. Shit. Ja. Shit. Da oben sind auf jeden Fall welche drauf. Ja. Oh. Da ist er. Nell? What happened? Was war das? Ja, vielleicht wirst du wiederbelebt? Bugs Bunny. Nee, muss nicht. Bugs Bunny hat mich gekillt. What up, Dog? That's all, folks. Das war Schweinchen dick. Na ja, schön. Ja, da kannst du rein. Hier wird nicht. Der andere Kollege wurde gerade einfach niedergeschossen. Spieler im Gefecht? Nein, warum bist du im Gefecht? Weil die aber mitten auf dem Dach liegen. Ja, okay, alles klar. Und komm, der Heli ballert da voll rein. Ich lebe wieder. Guck mal, wie lange. Das ist keine gute Position hier. In welchem Spiel gab es ein Spectre Gunship? War es ein Desert Combat jetzt ein Mod oder gab es irgendwie auch irgendwann mal wirklich so ein Spectre Gunship bei Battlefield 3? Oh, das gab's doch mal. Gab es nicht auch als eine Art, als so eine Art Belohnung? So eine Killstreak-Belohnung, das gab es auch bei Battlefield 1. Da hattest du doch irgendwann diese Züge und so. Nee, das war, wenn du hinten lagst, hast du einen Zug, ja, stimmt, hast du die Züge bekommen. Aber ich glaube, der Spectre Gunship war immer, glaube ich, eine Kill-Belohnung oder so. Oh, okay. Wir haben gewonnen. Wir haben nice. Wenig gemacht, aber trotzdem. Ja, also bitte, wir sind immerhin. Scrolle. Nicht letzter. Nicht letzter. Fünf Kills, ja. Ja. Das ist eine gute Map. Ja. Fand ich okay. Ja. Das ist cool. So ein bisschen, ja. Feedback und dann kann man so alles zusammensammeln. Das war eigentlich alles ganz cool. Ja. War okay. Spawn Camping war nicht so. Nö. Narrow fand ich auch nicht wirklich. Back of Cover und Flanks auch nicht. Nö, ist nicht alles cool. Ein Sniper Wickets. Nee. Too many angles. Ja, das kann vielleicht sein. Confused where to go, ja. Ja, das war eher ein bisschen. Ja, okay, aber es liegt vielleicht daran, weil wir eher Noobs sind. Ja, welche Map würdest du denn empfehlen? Ich habe keine Ahnung. Nehmen wir mal farblich was Neues hier. Das sieht doch interessant. River. Die meisten voten anscheinend für Isle. Und das ist auch so schön, weißt du? Das nervt mich bei 20, Battlefield 2046, nein. 2042. Nervt mich extrem, dass die Zeit zwischen den Runden so ewig dauert. Ja. Du kriegst ständig irgendwelche Einblendungen, du kannst nicht voten, was als nächstes passiert. Du weißt nicht genau, wie lange es jetzt noch dauert und so ein Kram. Das ist super nervig. Ich bete dich auf. Oh, die sieht aber sehr eng aus, die Map. Ich bleib mal bei den Sturmsäulen. Okay, jetzt in den Wüstentarn. Und man kann natürlich auch hier Cosmetics für seine Soldaten irgendwie noch freischalten und so ein Kram. Ich will im Abrams mitfahren. Kein Platz mehr. Es ist voll. Nehmen wir einen Humvee? Humvee? Sind auch alle voll. Okay. Sieht alles voll aus. No Bradley hier? Ja, einfach draufstehen. Oh, das, was noch fehlt? Ein A10-Luftangriff? Stimmt, ja. Ich weiß gar nicht, ob es Flugzeuge gibt. Wie gesagt, Helis gibt es auf jeden Fall, aber Flugzeuge bin ich mir gar nicht sicher. Okay. Scheiße, Anton, dreh durch! Nichts passiert, alles gut. Oh Gott! Es ist ein cooler Moment, aber Anton, dreh durch! Aber das finde ich auch sehr gut. Man kann mit einem Tastendruck kann man Leute muten, die gerade reden. Mm, das ist gut.
Das ist so einfach und simpel. Das ist echt gut, ja. Ja, du mutest wahrscheinlich auch, wenn viele Leute reden, aus Versehen drei andere Leute. Was ja, ist bei 127 Leuten auch egal. Oh Gott. Anton wird gleich schreiben. Leute, ich hab hier einen Claim bei BattleBit Remastered. Könnt ihr den erklären? Waren wir nicht. Wir haben alles bei... Alles klar. Was ist das für ein Akzent? Es gibt auch, glaube ich, sowas wie Enterhaken und sowas. Oh, das ist cool. Ich habe nur noch keinen freigeschaltet. Das ist auf dieser Map tatsächlich sinnvoll. Dein Hammer ist, glaube ich, 5 oder so. Hammerzeit. So. Kein Weg, kein Problem. Mach mal einen Schuss starten hier. Oh, da geradeaus, ja. In der Straße. Ja, ja. Ja, das sollte ich natürlich nicht machen. Das ist so schön simpel. Aber auch Leute kaputt hauen? Bestimmt. Geht ja auch bei Siege. Ja, das ist da rechts in der Straße von dir auf jeden Fall. Ja. Okay, ein bisschen Volldamage. Okay. Ist das eine Tür? Oder ist das ein Nebel? Was passiert da? Die führt ins Nichts. Ja, dieses Gebäude ist nicht betretbar. Ja, okay, es gibt einige graue Sachen, kann man da so nicht bauen. Ja, genau, diese Stützpfeiler und sowas, die kannst du, glaube ich, nicht einschlagen, sondern nur die ganz normalen Wände. Ist nur eine Frage Zeit, bis ihr ganze Gebäude einstürzt. Wahrscheinlich. Die drei. Wie gesagt, das ist auch noch eine Open. Nee, ist keine Beta, aber es sind Early Access sozusagen, ne? Das heißt, da kann auch noch viel passieren. Mhm. Und die bringen auch noch regelmäßig Patches raus, gibt viel Abstimmung mit der Community. Das Feedback-Formular habt ihr ja gerade auch schon gesehen, also das ist tatsächlich sehr gut, dass du einen Freund. Ja, einen Freund hast. Deswegen, das ist alles sehr, sehr cool. Nach lang kam. Okay, nach kann man doch abbrechen. Ja, nix. Fuck! Ja, vielleicht holen sie dich noch. Vielleicht auch nicht. Er holt mich doch. Freude. Lass mich doch nicht hier liegen. Ja, nee, der Sunny wurde gerade gesprengt, glaube ich. Scheiße. Steffen, es wird kalt. Es wird kalt. Entschuldigung. Hallo. Entschuldigen Sie. Können Sie. Entschuldigung. Hallo. Achtung. Hey. Hallo. Wieder. Hallo. Irgendjemand? Ich lebe noch. Hallo. 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 Ja. 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 Nein. Läuft einfach los. Entschuldigen Sie bitte. Hallo. Das sind wichtige Tickets, die wir hier vergeben, wenn Sie mir nicht aufhelfen. Ist Ihnen das eigentlich bewusst? Yeah. Ja. Es wird dunkel. Oh, er hat's geschafft. Sehr gut. Ehre. Lass dich kurz heilen von dem. Jetzt bin ich full da. Nee, noch nicht. Oh, komm, now you're full. Points. Rechte Seite gerade ein Gegner, auf jeden Fall. Und links sehe ich gerade Squad Points. Vielleicht ein Ohrwurm. Der hat die Taschenlampe an, der denkt, es wäre Battlefield 3. Ja. Was ich krass finde, wenn es gibt auch Nachtmaps. Mhm. Auf Nachtmaps kannst du keine großen Visiere benutzen. Also wenn du Sniper bist, kannst du mit dem Nachtsichtgerät halt das Ding nicht benutzen. Das ist richtig scheiße. Okay. Aber halt realistisch so, weil du hast halt dieses Nachtsichtrohr vorm Gesicht, da kannst du halt nicht in so ein Zielfernrohr noch reingucken. Ah, das ist das. Da ist einfach ein Airstrike hier drauf. Ich glaube, die sind schon weg. Ja, wurden schon geklärt. Ja. Hausputz. Na, okay. Okay. Gegenüber? Da unten, ja. Garter, Achtung! Gute alte U-Bahn-Station. Das erinnert mich ein bisschen an die Paris-Map aus Battlefield 3. Hier? Ne, 3 war das.
Gegner! Sehr gut. Ah! Nein! Ah! Dein Kollege hat sich auch nicht gerade mit rumgekleckert. Ja, sehr gut. Eine dumme Gewohnheit von mir, immer nach jedem Abschluss dann halt Leute hier nachzuladen. Ja, das ist die Call of Duty. Ja. Schule. Schlecht. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich hol dich wieder an. Kümmert sich schon. Links. Oh Gott! Na? Moment, Moment, die haben Spielhandgranaten gegen. Welches Jahr haben wir? Das ist Retro, das ist wieder innen. Okay. Der Tod, der ist tot. Wie viel waren die denn? Haben sie schon, haben sie schon. Nee. Halt mal H gedrückt, damit du deine Dinge jetzt mal ein bisschen zusammenpackst, deine Magazine. Ah, das ist was. Nee, er guckt nur. Ist das H? Ich kann es nicht erkennen. Ah, jetzt kannst du... T? T, ja. Ja, genau, jetzt packst du neu, ja. Okay. Du hattest irgendwie noch 5 Magazine, jetzt hast du noch 2. Ein volles und ein halb volles. Okay. Du bist jetzt ein bisschen gruselig, wenn einer dir vorbei läuft und dir ins Ohr flüstert. Mhm. Was er sagt. Genau, jetzt sehen wir gerade die Gegner übrigens reden. Ah, schade, wir haben's. Und das finde ich tatsächlich ganz cool. Der Gegner hat nämlich gerade gesagt, help und dann thank you. Das bedeutet, er wurde wahrscheinlich wiederbelebt. Ah. Finde ich ziemlich interessant, dass man das so rüber versucht, dann so ein bisschen zu antizipieren, was der Gegner tut. Alter, das ist doch absolut brutal, Junge. Ja. Alter Schwede. Das ist eindeutig Battlefield. Gerade hatte! Hast du jemanden getötet, sehr gut. Scheiße! Du gibst mir Friendly Fire. Ich sag euch, das Granatenwerfen fühlt sich ja mehr ganz merkwürdig an. Ja, der wirft hier irgendwie so. So von unten irgendwie. Ja. Ja, das ist die Metro-Map. Ich spüre es. Ich glaube auch so ein bisschen, die Entwickler haben auch einfach das Beste genommen, oder das genommen, was alle Leute cool am Battlefield finden. Auch so die interessantesten Maps und so, Ausrüstungsgegenstände und so ein Kram. Mhm. Und haben es so zusammengemanscht. Was aber absolut funktioniert, das muss man einfach sagen. Fehlt noch die OP-Taschenlampe. Ja, stimmt. Und Granatenindikator, das finde ich stimmt. Verkehrt. Ja, das ist richtig. Der fehlt tatsächlich. Obwohl, die Taschenlampe hätten sie schön rauslassen können. Also, die war ja wirklich in der ersten Woche von Battlefield 3 Launch, ja, die Hölle. Ja, ja. Da hat die halt jeder benutzt. Stimmt. Also, hier hat man halt diese blaue Taschenlampe, die braucht man auch tatsächlich. Mhm. Gerade auch so Nachtmaps. Aber, die blendet nicht so krass, weil die halt so blau ist. Okay. Das ist ganz hilfreich. Wo geht's hier raus? Keine Ahnung. Die werden schon in die richtige Richtung laufen. Ah ja. Ich finde auch cool, wie vielseitig diese Map ist, ne? Also man hat hier so Gebäude, man hat Straßenzüge, man hat eben die U-Bahn-Schächte. Das ist einfach krass, wie vielseitig es ist. So. Schaffst du es? Ja. Ich wollte ihm erstmal eine Mine schenken. Kann ich ihn ziehen? Ich weiß noch nicht genau wie. Dann wirst du wiederbelebt und stirbst direkt hier vor Ort. Kannst du nochmal wiederbeleben? Unendlich Punkte! Ah, okay, so. Sehr gut. Jetzt weiß natürlich der Gegner, dass du hier bist. Oh nein, er hat eine Waffe in seinem Kopf stecken. Okay. Ich mach den nur stärker. Das ist ein Einhorn. Das Rote sind Fahrzeuge, meine Gäste. Wird die Wand. Ja. Ah, hier schön gesmoked. Ja, da gerade Auswahlgegner hinter dem Wrack. Ja. Da.
Ah, lädt nicht automatisch nach, muss man manuell machen. Bei den Scharfschützengewehren ist es sogar so, dass du den Bolt einmal betätigen musst, wenn du einen Schuss abgegeben hast bei den Bolt-Action-Snipern. Okay. Oh, fuck! Ja, der Kollege ist da, der macht das. Danke, Mann. Ach, und wenn du dich selbst heilen willst, einfach drei gedrückt halten. Ich glaube, es geht nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ich glaube, es geht nur, wenn du blutest. Ja. Ja. Diese wunderschönen grünen Augen. Ich werde sie nie vergessen. Bis in 5 Minuten, bis ich der nächste heim. Okay, da bin ich schon vorgedrungen. Okay, ich glaube, okay, die Map ist aber auch leicht verwirrend. Golf angreifen. Schuss von links irgendwo. Überall blaue Pünktchen, überall blaue Pünktchen. Wow, 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 wow. In the Fenster im obersten Maß. Ja, ja, aber hier auch. Hier liegen gute Kameraden. Okay. Bin ich schon alles sauber gemacht? Nee. Mhm. Okay, doch, schon alles cool. Oh, ah, shit. Klassiker. Fenster gesprungen, irgendwo reingefallen. Ja. Deinen Motor laufen lassen. Scheiße. Scheiße. Ah! Nein! Oh, so ein Scheiß, ey. Dass er sich einfach wegmacht. Der Klassiker. Wollte ihn gerade rausziehen aus der Scheiße. Ich frage, ob dich jemand hier rauszieht. Mhm. Ja, ja, wird's. Du musst gehalten. Halt. Ja, Mann. Tickung! Und hier kannst du dich selbst bandagieren gerade. Gegner, Gegner! Ah, fuck, da oben! Da war einer. Nö, ja, das wird nichts. Wo waren wir gerade? Wir waren bei Golf, ne? Ja, da ist nur leider der eine Kollege ist da, aber den kannst du nicht spawnen, der ist gerade mit dem Gefecht. Ja, der ist tot. Der ist nicht mehr aus dem Gefecht. Der ist außer Gefecht. Ja, da links bei F ist sonst noch was, ja. Ja, das ist dort. Oh, hier ist noch einer. Ich glaube, der ist zwischen den Fronten. Und Gefechte sind hier, werden auf jeden Fall auf längere Reichweite. Oh, schön! Längere Reichweite geführt. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall dann die Optiken zu haben. Ja. Thanks, mate. Gerade für Sturmsoldaten. Thanks, mate. Ziel F eingenommen. Sie wurden befördert. Level 6. Oh, und. Frischen Tod. Da, da, da. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja. Okay. Ja, ja, sehr gut. Hast du ihn, Da ist noch einer. Der ist oben mit dem Fenster auf dem. Ja, Ort, da, ne? Direkt dahinter ist noch einer. Wir gehen nun nach links rüber. Da ist er. Da rein. Springen die Gegner da irgendwo runter? Ja, die springen da irgendwo und irgendwie ist ein Spawnpoint oder so. Okay, da oben in dem Gebäude auf jeden Fall ist noch einer drin. Du musst auf deine Munition achten, du bist jetzt noch halb voll. Fuck! War doch eine Granate, oder? Ich weiß es nicht. Von Gentlemantle. Hallo? Hallo von der was seid? Oh shit, 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 shit. Oh, der Crap. Ich glaube, es kommt keiner, um zu helfen. Ja. Toxic. Oh, Foxtrot wurde angenommen hier. Oder wo lang wieder? Das sieht, glaube ich, ganz gut aus für uns. Dann mach du mal weiter. Ja. Ich spiele mal, was anderes. Ich spiele mal eine Pionier. Ich werde ein bisschen Raketen rumschießen. Oh ja. Ich habe nur, um andere Leute abzufacken. So viele Panzer gibt es hier gar nicht, ne? Also aber man kann ja auch damit was anderes machen, ne? Man kann ja auch andere Leute damit verschießen. Ich bin nur gerade absolut in einer beschissenen Situation. Du hast High Ground, Mann. Du hast High Ground. Stimmt. So, wo sind die Gegner? RPG, okay. Einer.
Nice! Aber schön, ja. Schön. Und ja, ich bin auch jemand, der früher bei Call of Duty Modern Warfare die Noob-Tube gern benutzt hat, um Leute zu nerven. Das ist einfach so ein befriedigendes Gefühl, einfach nur so ein Funk zu hören und dann Leute explodieren. Das ist wirklich so flup. Unten direkt unter dir, ne? Das ist unser Helikopter, ne? Ja. Das haben wir einen Blackhawk, ne? Wie viele Explosives hast du? 3. Ne, 5. 5? Wie viel? Direkt unter dir. I love it, das wieder belebt werden. Über mir war, glaube ich, ein Kumpel. Ja, der muss wieder. Oh, Double Kill! Der lag, deswegen. Nicht? Ah, nee. Ja, doch. Na? Nein! Nein! Ja, Raketen erfasst ist echt. Behalte ich. Ja, Kollege. Ah, der ist. Ja, spawn bei. Okay, warte, der kriegt's hin. Hm? Komm schon. Ja. Hilft er mir oder hilft er dem anderen erstmal? Ich hilft erstmal anderen, oder? Ich tue was nicht. Hallo? Ja, nein. Ja, doch. Ja. Okay. Ich spawn einfach neu, ja? Mhm. Und zack. Hallo. Und du bist wieder. Bulldive. Ich geh weg. Waffe raus. Deinem Gebäude vorhin, wo du Double Kill gemacht hast. Wieder ein Double Kill. Jetzt stehen die denn die ganze Zeit da rum? Ah! Ja, okay. Sehe ich ein. Okay, das ist ein fertiger Panzer. Ein guter Punkt. Ja, ich glaube, da kann ich gar nicht einsteigen, ne? Nee, leider nicht. Der Spieler im Gefecht ist. Oder ist ein Panzer auf jeden Fall auch. Für mich will ich den Schatten. Spreng das Ding. In die Richtung war es. Ne? Und ich werde was fahren. Ich werde was fahren. Mhm. Oh. Wo ist denn der Panzer? Du freundlicher? Ah, das ist unser. Ja, das ist unser. Hm? Dann geht's ja. Das ist auch unser? Das ist auch unser. Die Belgischen Panzer sind unsere. Ja, da ist irgendwo was, oder? Ja, was auch immer du sagst, ich gebe dir vollkommen recht. Das ist ein Bus. Lebe! Du wirst leben. Wir gewinnen. Vor dir. Ah. Autsch. Help. Nächste Sanitäter in deiner Nähe. Och, yeah, hier fliegen über Granaten rum. Bin ich jetzt wieder hier oben auf meinem. Nee, kann ich nicht. Komm ich da. Das ist ein Spawnpoint, hab ich da. Ich war grad drauf gegangen in dem Moment. Oh. Oh, sweet. Oh. Kann ich schießen? Dann bist. Warum kann ich nicht schießen, wenn ich was kaputt oder so? Ach, Multiple? Hat er auch, okay. Der MG-Schütze steht da nicht so frei wie in den alten Battlefield-Teilen, ne? Ja. Okay. Und mal reinzimmern, gucken, was passiert. Hat jemand die gleiche Idee wie ich? Yep. Schön, I killed him with the nade, though. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Ich will mal einen feindlichen Panzer. Das ist unser. Das ist unser, ja. Wir werden überall Sachen markiert. Ja, markieren stimmt, das ist auch immer so eine Sache. Die ah! Ja, ich bin auch noch erwischt. Oh, das fand ich aber auch bei Battlefield 3 ziemlich gut, als sie dieses Markieren eingesetzt haben.
Und die ganzen Soldaten sogar, wie soll ich sagen, die Umgebung, das Gebiet und alles ja. benannt haben. Und auch wenn sie unsicher waren, dann halt auch so, ich bin mir nicht sicher, aber da könnte ein Gegner sein. Ja, finde ich auch mega gut. Das ist unser Heli. Unten unter dir? Und ja, ihr könnt mich dafür hassen, liebe Leute. Nein, das ist okay. Oh, ist hate the game. Aber solltet ihr nicht hier. Das ist ein schönes Spiel. Die anderen können ja auch Warum so spielen. Das Gebäude ist weg. Oh Gott. Warum ist das Gebäude weg gewesen? Ey, so transparent, ne? War ich im Erdboden drin? Ich glaube, es ist gerade despawned irgendwie. Deswegen. Ach, vielleicht ist es gerade in die Luft geflogen oder irgendwie sowas. War zusammengestürzt. Sollten das Secret Wars hast du damals auch gespielt, oder? Oh, das habe ich mal angespielt, glaube ich, aber ich habe es nicht verstanden. So richtig. Das war damals auch wieder so ein. Ach, sehr viel Squad-Play und so, ne? Ich habe mir sehr viel davon erhofft. Ah, doch. Ich habe es gespielt, als es schon wieder gepatcht wurde und raus, als es schon niemand mehr gespielt hat. Ah, okay, wahrscheinlich mit dem DLC. Ja, das kann sein. Ich weiß noch, dass ich sehr viel auf einsamen und alten und leeren Maps unterwegs war. Ja. Das war so eine meiner größten Fehlkäufe. Ich habe mich sehr darauf gefreut und mir dann zum Geburtstag damals gekauft und war richtig pissed, als wie der Zustand des Spiels war. Das hatte keine Singleplayer-Kampagne. Ja. Konnte es irgendwie. Also es gab zwar irgendwie Singleplayer-mäßig, aber es war einfach, du kaufst einen Panzer, fährst 5 Minuten in eine Richtung, versuchst eine Basis zu zerstören, fährst gegen einen Baum oder einen Stein und explodierst. Und es gab ja auch keine Bots oder irgendwie sowas, mit denen man spielen konnte, oder? Nee, konntest du nicht. Du musstest einen Dedicated Server erstellen, aber wenn du einen Dedicated Server erstellen möchtest, konntest du selber nicht spielen mit dem Rechner. Ja, das ist super dumm, ja. Ja, das heißt, du konntest nur online spielen. Und online hat es auch kaum gespielt. Das war. Und das war ja auch noch zu der Zeit, wo halt Internet nicht so schnell war und so weiter. Ja, ja. Da konnte man auch nicht so viel online spielen. Spiel hier Battlefield 2 online. Battlefield 2 online musste ich damals heimlich spielen. Nachts, wenn alle geschlafen haben, habe ich dann heimlich mich mit Modem verbunden und dann Battlefield gespielt. Das ist ja auch ein böses Kriegsspiel. Ja. Ja. Ich bin jetzt gerade hin. Ich glaube zu D. Jetzt gehen wir hin. 1942 in Vietnam haben wir noch offline gespielt. Ja, das haben wir auf LAN-Party gespielt. Ja, da gab es ja noch Bots. Bei Battlefield 2, da kamen die Bots erst ganz spät. Da gab es gar keine Bots. Am Anfang gab es keine, ja. Aber erst nach irgendeinem 6. oder 7. Patch gab es dann halt Bots. Ja. Aber die konnte man auch nicht im LAN aktivieren oder so, ne? Oh, das weiß ich gerade. Weil ich weiß noch, dass wir quasi damals gesagt hatten, oh geil, Battlefield 2 und wollten eigentlich alle zu Battlefield 2 wechseln bei LAN-Partys und so weiter. Mhm. Haben dann aber gemerkt, dass es quasi keine Bots gibt und wir hatten halt immer so LAN-Partys. Das ist ein gegnerisches Fahrzeug. Wir hatten immer so LAN-Partys halt mit 6-7 Leuten. Mhm. Und da konnte man nur über so einen Trick mit Bots spielen, dass man irgendwie ein Singleplayer-Spiel aufmachen musste. Und dann konnten die anderen über so einen IP-Trick irgendwie dem Singleplayer-Spiel joinen. Da konnte man nur die kleinen Maps spielen und so. Das war richtig scheiße. Ah, okay. Daran erinnere ich mich noch. Und dann haben wir weiter Battlefield Vietnam und Battlefield 1942 gespielt. Ja, kann man ja immer noch machen. Meine solide Battlefield. Ah, gewonnen! Wie viel sind wir diesmal? Ich glaube, die sind besser, weil. Oh, hier, guck mal! Bazooka Mitte! Guter Bazooka-Schütze hier. 12 Kills, 10 Deaths oder positive. Okay. Kann man machen. Dingens. Das ist eine schöne Map, gefällt mir. Ja, auch eine coole Map. So ein bisschen Amsterdam, ne? Ja, stimmt. Ja, vielleicht eine winzige Pause machen für euch da draußen, liebe Leute. Dann könnt ihr euch immer ganz kurz hier entspannen und wir wechseln kurz die Map und dann geht's weiter mit Battle Battery Mastered. Was machst du da? Ich zermahl hier nur ein paar Bohnen für meinen Kaffee. Du zermahlst Bohnen? Bist du eigentlich völlig verrückt geworden? Das macht man doch nicht mit Bohnen. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Ha. Danke. So, willkommen zurück zu BattleBit Remastered mit Steffen und meiner Wenigkeit. Ein Battlefield-Klon, aber im positiven Sinne. Auf Steam gerade sehr erfolgreich und wir spielen es jetzt gerade hier der gemeinsam. Chaos. Und sind jetzt an einer neuen Map gestartet. Lenovo heißt die Map. Ja. Und du bist jetzt gerade im Schützenpanzer unterwegs. Zur Front. Ja, ich bin aus Versehen als Fahrer und Schütze in einem Schützenpanzer gespawnt. Ach, du fährst sogar? Ich fahre auch.
Ich weiß nicht genau, wo ich hin muss, aber wird schon. Geht schon? Ja, Mann, weg, weg, weg! Nun hoffen wir mal, dass wir hier gleich ein paar Gegner treffen, im wahrsten Sinne des Wortes. Kann sie Züge wegballern. Kann ich das? Nee, komm ich nicht durch. Nee, 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 nee. Shit. Okay, so kann ich zoomen, okay, okay. Ja, die Leute denken sich auch noch. Hier komme ich rüber. Ich hab's gleich. Alles gut, Leute. Ja, alles gut. Ja, ja. So. Schön. Ja, ja, genau. Was auch immer du gesagt hast. Mhm. Ein Schützpanzer ist nicht für Züge gemacht, habe ich das Gefühl. Ah, ja, ich hätte welche ja, nicht ja, hinfahren ja, sollen. Ja, nein, ja. Nein, nein, nein. Genau. Ich hoffe, es sind nicht mehr so viele Leute bei mir drin, weil die werden sich jetzt denken. Ich glaube, die sind da schon ausgestiegen. Oh, Gott sei Dank. Ja. Also wenn es so weitergeht. Wo bin ich? Erinnert mich, ist mich sehr an Austin Powers. Ja, ich muss hier irgendwie raus. Ja, fahren wir mal da raus. Ja, kleiner Lackschaden, ist okay. Leichte Gebrauchsspuren. Wollte ich auch steigen. Wurde ich rausgeschmissen? Nein, das kann nicht sein. Krieg dich rüber. Ich glaub, die oh, diese scheiß Züge, die hier überall rumstehen. Mann, komm ich hier durch? Ich glaube, da ist noch jemand drin. Du hast einen Transportationsbonus bekommen. Ihr schafft das, Leute. Ich glaube an euch. Ihr müsst da irgendwo rausgehen. Einfach wieder zurück. Und nehmt den Weg, den ich reingenommen habe. Und fahr dann rechts einmal an den ganzen Gebäuden vorbei. Ja. Alter, warum sind hier überall Züge? Nächster Halt. Bahnhof. Okay, hier komm ich rüber. Nein, fahr da nicht rüber. Doch, das geht. Das geht, Wirt. Oh. Da kannst du den Helikopter abschließen. Nein, das ist unser. Das ist warum sind sie ausgestiegen? Vertrauen sie? Ja, Straße. Ja, Straße. So. Ja, Mann. Alle Leute, die ausgestiegen sind und mir nicht vertraut haben, werden sich jetzt ärgern. Muss ich nur noch zum Punkt kommen, wo wir hin müssen. Das Ding steuert sich ein bisschen. Warum steigt die ganze Zeit aus? Ich nutze auch so den F. Schon, komm schon. Da war doch was, oder? Das ist cool, das sieht gut aus, ey. Scharfschütze. Guck mal, da ist doch jemand. Ja, da ist irgendwo ein Scharfschütze. Auch mal, wie viel Transformationsbohne ich. Und ist weg, oder? Beschossen oder so. Schön. Schön. Gewischt habe ich ihn. Kannst du da das Gebäude auch irgendwie löchrig machen oder? Ja. Ja, mach ein paar Löcher rein. Mach dir die Deckung weg von denen. Ich glaube, du kriegst da was gerade ab oder jemand haut gerade gegen deinen Wagen. So. Keine Deckung für die. Von hinten beschossen, von hinten da. Ha! Bin erwischt. Fahrzeugfeuer. Oh. Nun, ja. Hey, es war sehr erfolgreich. Sehr erfolgreich, jetzt sehr viele Leute getötet. Gesammelt. Ich wurde von Talk Shit Get Crit getötet. Okay. Talk Shit Get Crit. Es wird Zeit, dass ich meine Raketen mehr auspacke. Ja, komm. Feindliche Heli. Ich hab keine Ahnung. Wie mein? War das ein Achtung, passen Sie auf. Da hinten ist ein Gegner, der wird Sie gleich erschießen. Dann war es sehr nett. Dankeschön. Bin ich jetzt gelandet? Okay, was soll ich sprengen, Leute? Habt ihr irgendwas, was ich sprengen kann? Da hinten? Ich hab ihn getroffen. Hast du jemanden getroffen? Ja. Nice. Gleich befördern. So ist das. Direkt befördert werden. Ah. Ah. Leute? Okay, hier liegen genug Leute. Medic. Hallo. Die Herren? Hallo, hallo? Ich kann sie leider nicht rufen. Guten Tag. Hallo, what up? Ja? Ja. Ja. Schnell fertig. Ja, 15, 20 Minuten noch. Was brauchst du?
Ach so, ja. Gerade schlecht. Kam Ron gerade rein und hat so gefragt, so, was wir gerade machen. Was tut ihr hier? Was tut ihr hier? Naja, wir zocken einfach. Wir machen hier Spaß. Dürfen wir das nicht? Nein. Wo sind denn jetzt hier die Gegner? Das ist nicht das Spaßbüro. Das Spaßbüro ist gegenüber. Das stimmt. Wenn jeden Abend abgeschlossen wird. Damit der Spaß nicht flieht, meinst du? Ja, genau. Ja, ja. Die Mojo muss einen bei dir behalten. Wer hat das da gemacht? Gegendrehen. Oh, hast du da hinten gesehen? Claymore. Mann! Ihr könnt nicht einfach einen Tisch in meinen Weg stellen. Ach, die Map habe ich schon gespielt, fällt mir gerade auf. Nur in der kleineren Version. Das ist auf jeden Fall auch ein Spiel für viele Rechner, glaube ich. Also ich glaube, man kann... Es gibt keine hohen Anforderungen, ne? Da treffe ich den nicht. Ja gut, das ist auch so eine Sache. Battlefield 2042 hat am Anfang sehr viele Probleme gehabt. Ja. Yeah. Die wurden mittlerweile zum Glück einigermaßen behoben. Also performanceseitig funktioniert 2042 sehr, sehr gut. Aber es hat halt auch spielerisch einfach... Ich muss dem Spiel noch eine Chance geben. Ich mag die Battlefield-Reihe zu sehr, um die jetzt einfach aufzugeben. Ja. Ich muss sagen, ich. Vor dir, beim Baum! Beim Baum? Das ist Flair, siehst du es? Ich wollte eigentlich sagen, dass du in Deckung gehen sollst, aber hey, was drauf. Gleich drauf! Meine Deckungsangriff. Deckungsangriff? Ich habe nur noch zwei Raketen. Ja, da solltest du. Aber hier ist bei mir gespawnt, dafür habe ich 200 Punkte bekommen. Das ist das Wichtigste. He died it. Er ist wieder aufgestanden, oder? Nee, ich glaube, er wurde durch die Gegend geschleudert. Okay. Von hinten? Ich wurde gerade beschossen. Vom Dach. Oh, shit. Okay, das ist eine fiese Map, weil hier überall auf dem Dach natürlich Gegner hängen können. Mhm. Sind doch nicht so viele Punkte zum Einnehmen, oder? Nee. Vergleichsweise? Sind nur die drei. Ja. Ja. Ey, ich spiel mal Sniper und guck mal, ob ich hier ein bisschen was reißen kann vielleicht. Weil ich kein guter Sniper bin, kann ich direkt sagen. Ich glaube, das ist schon eine gute Sniper-Map. Oh. Entschuldigen Sie? Hätte er Deckung geschafft. Das ist ein bisschen das, was mich gerade an Battlefield 2042 stört oder auch an der Werbung dazu. Die haben ja so ein bisschen damit geworben, man kann wieder den ganzen coolen Kram machen, wie irgendwo runterfliegen, dann rausspringen mit einem Gleitschirm und so weiter. Mhm. Und verkaufen uns das als, das ist doch das, was ihr wollt, das ist doch das, was Battlefield groß gemacht hat. Oh! Aber... Das, was Battlefield eigentlich groß gemacht hat, sind diese total wonky Sachen wie das hier, ja? Dass man einfach irgendwie, obwohl es gar nicht intended ist, eine Mine an einen Humvee packt und dann irgendwie versucht, damit irgendwie Gegner zu überfahren. Das ist doch ja, das, was, ja, 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 was Battlefield ausmacht, finde ich. Weißt du, was ihr da seid? Stimmt, da gab es ja bei Battlefield 3 oder ich glaube bei Battlefield. Ja, Battlefield 3 war das damals, da gab es auch mit Freddy Wong diese Werbung, die er gemacht hat. Ja. Wo sie dann halt so C4-Pakete an einen Quad angebracht haben und dann irgendwo hingefahren haben und dann klick, 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 das Ding gesprengt haben. Und das war halt cool, weil es nicht intended war so, ne? Weil es halt, man das Gefühl hatte, man hat sich das gerade selbst ausgedacht und man wäre selbst einfach ein Genie der Kriegsführung. Ah, natürlich. Hier im Scharfschütze ist nicht meins. So wie aus einem Kampfjet auszusteigen und dann mit dem Raketenwerfer den verfolgenden Kampfjet abzuschießen. Ja, Klassiker. Ja. Und heute wird einem das als cooles Feature des Spiels verkauft. Ja. Ein Ziel Gig. Ah. Cool. Hier rüber. Ich hier hoch, ja. Überall sind sie. Warten wir mal. Was? Ganz normale Runde. Okay. Die Map ist einfach fies. Die Map ist sehr verwinkelt. Ja. Und für alle Leute, die gucken und denken, warum hat Steffen keine Hose an? Ich habe eine Hose an, aber die gleiche Farbe wie das Sofa. Das ist genial. Holy shit, daran habe ich gar nicht gedacht, aber ich sehe es jetzt auch gerade. Ich kann es nicht mehr übersehen. Hier bin, darf ich diese Hose anscheinend nicht anziehen. Naja. Ja, aber es sieht ganz gut aus für uns. Wir haben, glaube ich, wieder einen Großteil der Map eingenommen. Shit. Lol. Geradeaus, ja. Ich will doch wechseln. Wechsel die Waffe. Du musst dich managieren. Ich muss erstmal nachladen. Sie verbluten.
Sehr gut. Heute sterbe ich nicht. Ah, genau, man kann sich nur, Verblutung heilen sozusagen, aber nicht sich selbst heilen. Bei Lebenspunkte. Boah, schön. Mit dem taktischen Hammer aufgemacht, ja, und dann, so macht man das. Das ist Battle Bit Remastered wird. Jetzt hast du es verstanden. Ich lebe es jetzt. Ups. Das ist eine Mine gelegt. Naja, das ist ein Törtchen. Törtchen-Kit. Ein schöner Todesmuffin. Hallo, ich bin's. Müssen wir jetzt hier noch Flash und Thunder einführen? Ja. Flash, Flash! Oh, das war gemacht. Ja. Das habe ich letztens bei mir im Stream erzählt. Ich habe herausgefunden, warum die das eingeführt haben. Also so Flash und Thunder und warum diese Begriffe eingeführt wurden. Die Deutschen konnten zu dem Zeitpunkt kein Thunder aussprechen. Ah, das ergibt vollkommen Sinn. Das, ne? TH ist einfach die Hölle für uns. Das ist too smart. Ja, weil okay, die können wissen, dass es jetzt Donner und Blitz ist, aber die können es halt einfach nicht aussprechen. Thunder, Thunder. Smart. Frank, ich weiß, was die Alliierten sagen. Hätten sie auch Worcestershire Soße gesagen können. Wie spricht man das jetzt wirklich aus? Sandwich und Worcester. Und. Diese verdammte Soße. Oder Chipotle? Da unten sind zwei Stück. Ja, ja. Oh, fuck. Und direkt neben dir war auch einer. Oh, der direkt unter mir. Naja, gut. Kurz jetzt machen. Okay. Spawn direkt neben 16 anderen Leuten, die alle in die gleiche Richtung gucken. Mhm. Alle ein Ziel. One wish. One. Sehr schlau. Bra. Du blutest. Ich blute. Du hast der Heli, der dich beschießt. Nee, jetzt war ein freundlicher Heli, okay. Oh, hello, friend. Wo sind wir gerade? Du bist bei C. Ich bin direkt bei C. Ich nehme gerade C ein. Ja, gerade nicht. Seine Kugeln haben... Sein Körper hat seine Kugel und... Es kann sein, dass das oben drauf war, das Missionsziel. Wo ist denn das Ziel? Auf der Brücke, meinst du? Wahrscheinlich, ja. Nice. Noch einer. Nice. Das noch einer. Ah. Ja. Einer zu viel. Einer zu viel. Die Time to Kill ist jetzt ziemlich okay. Ja. Das ist ja das, was Battlefield 5 damals, glaube ich, richtig verkackt hat. Mhm. Ja, 70er genommen, sehr gut. Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, hier Kollege Axel, der hat damals sehr viel Battlefield 5 gespielt und er war so abgefuckt, als sie die Time to Kill verändert hatten. Die hat doch so lange gedauert dann irgendwann, ne? Ja. Und es hatten plötzlich alle diese komischen Kevlar-Dinger, die man irgendwie als Ausrüstung mit dazu holen konnte, was auch super lang gedauert hat, bis man jemanden getötet hat. Das war super nervig. Da erinnere ich mich auch noch. Ja, ist halt wieder Juggernaut-Perk bei Call of Duty. Also, witzlos. Oder einfach keinen Bock, wenn man die ganze Zeit drauf schießt, man hört nur ping, 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 ping. Ja, toll. Danke für nichts. Und die ist einig. Die sicherheitshalber meint. Okay, haben wir. Ja, die schlauen Menschen. Das ist Tech Echo. Oh. Fuck. Das war was Panzermäßiges? Ja. Das Ding hat mich zerfleddert. Ja, guck. Ach, sie kriegt es los. Die haben, glaube ich, aktuell nur noch Echo. Ja. Aber was ich gut finde, die haben eine ganze Spawn-Zone auf der rechten Seite. Das heißt, da wirst du nie in so eine Spawn... Oh. Ja, ich glaube, den... Ja, den... Schwierig. Hallo? Hallo? Freund, oder? Ist da jemand? Daumen, oh ja, ich sehe es gerade. Warte. Okay. Ja, ist gut. Ja. Weil da ist noch ein Scharfschütze hinten im Hintergrund. Granate. Granate. SpongeBob, wir müssen mehr Granate machen. Oh, ja.
Was? Ja, da oben. Ja, oder? Ich hab's für den. Oh, auf der Brücke steht ein Panzer. Der Panzer. Der Panzer, jetzt will ich auch mal ein bisschen hier basukieren. Ich glaube, die ist 5 dann, wenn du spawnen kannst. Hört alle jetzt auf zu sterben! Bleibt am Leben! Der Panzer ist gar nicht mehr da. Du wärst noch nicht mehr markiert, das kann auch sein. Ja, da unten, ja, der, genau. 5? Aber 5. Schön. Doch, der schießt auf jeden Fall noch, der Panzer. Ich glaube, er ist jetzt links von der Brücke. Das Gebäude ist gerade hinter dir zerbröselt. Ja. Das war gemein. Ja, er hat einfach die Deckung mitgenommen. Der hat einfach gesehen, wie da so ein Stück... Ah, das ist der Panzer. Der da. Jetzt Richtung Norden. F steigt's aus. Ja. Ja, fährt in die Richtung. Das ist ein feindlicher Heli. Schade. Ja. Ich dachte, du hättest ihn noch mitgenommen, aber nein. Dachte ich auch. Ganz knapp nicht. Los. Ah. Egal, alle nehmen Echo ein. Auf das Echo, warum ist jetzt denn? Echo! Klassiker. Wer baut so enge Fenster? Oh, überall vermint, vermint. Ist so schön, die Deckung. Bam, weg mit der Deckung. Da links, ja. Nice! Bam, Junge! Raketenwerfer macht einfach am meisten Spaß. Nowhere to hide. Da drin, ja, ja. Nice! Mm, Junge! Oh, da ist einer! Ah! Scheiße. Knapp, knapp. Ah, die haben Charlie eingenommen. Charlie? Charlie! Wo habt ihr Charlie eingenommen? Schießen die denn da? Keine Ahnung. Welche Klasse hat die Smokes? Medic. Medic. Hurra! Ah. Hurra! Hurra! Ja, das kriegt ihr eh. Ja. Endlich ist Echo unser. Ja. Heli, komm gleich bei dir. Was hat es uns gekostet? Wo ist befördert? Der sieht aber nicht gut aus. Oh Gott, ist leicht gebrochen, würde ich mal sagen. Nichts, was man nicht wieder hinkriegen würde. Okay. Wir gewinnen. Oh, what? Okay. Was ist passiert? Ah, ich drück 4 die ganze Zeit. Sorry. Hier. Alle wieder da? Zum Geburtstag? Alle wieder da. Das ist ein Pferdchen. Ausboosten. Thank you, guys. Not a problem. Beschuss, Beschuss. Ich weiß nicht mehr wo. Da ist ein Panzer. What goes up here? Da links! Oh shit! Ja! Ah. Nein. So, gemein, hat dir dann mit der Taschenlampe ins Gesicht geleuchtet. Ah, du bist tot. Ich werde leben. Dankeschön. Ah, das ist ein gutes Feature. Warum hat Battlefield das nie gehabt? Ja, weil es ist eigentlich super simpel. Ja. Wahrscheinlich hätten sie sagen, dass es dann mit der Physik irgendwie scheiße aussieht, ja, aber okay. Battlefield sagt scheiß drauf. Ja, Battlefield kann das, glaube ich, sich auch leisten, aber sie sagen, ja, so aber affig aus, aber hey. Ja, Battlefield würden die Leute dann sofort meckern. Wo greifen die denn an? Die sind bei C auf jeden Fall.
der Heli wieder da drin? Oh, warte, da ist einer am Boden. Ja, hat er schon. Muss ich mal Heli abzuschießen. Ist es zielsuchend? Nee, nee. Das ist einfach ein RPG. Ich hab direkt über dir ist einer. Ja, da. Ja, ist gerade weggeflogen, schade. Nicht einfach, nicht einfach. Was wir noch verbessern können, ist, glaube ich, ein bisschen den Waffensound. Das klingt alles noch ein bisschen flach. Ja, sehr flach. Aber an sich. Oh, für das, was es ist, muss man auch wirklich sagen, es ist echt. Ja, 15 Euro Early Access, also bitte. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Würde ich fast behaupten. Gibt es bei Steam, by the way. Genau, absolut. Gibt es bei Steam, wenn ihr reingucken wollt. Und die Server sind auf jeden Fall gut voll, wie man sieht. Ja. Und ihr habt bisher keinen Verbindungsabbruch. Das stimmt. Keine krassen Lags. Das stimmt. Keine krassen Wartezeiten. Das lief alles hervorragend. Ah. Sogar mit Rocket Beans Internet. Ah! Oh, danke schön. Da vorne in dem Gebäude. Ja, Krieg dreht zum Ecke. Der kommt, der kommt, der kommt. Der rechts in dem Gebäude ist er drin. Rechts! Ja! Schieß ihn! Wie oh, was? Ich konnte die Maus halt nicht mehr drehen, weil hier kein Platz mehr war. Oh, du wirst barragiert. Nur du lebst. Ah ja, das ist auch noch so ein Feature, was noch ein bisschen buggy ist. Man kann durch Mauern durch wiederbeleben. Oh, okay. Oh. Das schön, oder ich muss wieder weg. Medic! 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 Oh, fuck, ey! Glitch. Steht nicht irgendwo die Punkte? Ja, also ich habe keine Ahnung, wer gerade führt, ne? Und wer nicht. Wahrscheinlich wenn du Tab drückst im Spiel. Ja, ich habe Tab gedrückt und bin gestorben. Ja, die haben geht's überhaupt nicht Tickets, gut. Ja. Die sind fast durch. Ja. Scheiße, ach komm! Ich achte zu sehr auf meine Kameraden. Ja. Jetzt haben wir einen C wieder. Oh, da ist noch ein Panzer bei C, rechts. Oh, ich sehe es weiter. Scheiße, ist einfach eine Position verraten. Da links ist er. Noch serviert. Da ist er! Ja, du hast ihn getroffen. Nur Schaden, nur Schaden. Oh, ich habe jemanden erwischt. Du hast einen Assist auf jeden Fall bekommen. Und dass er weg ist, aber ich glaube. Ich höre nichts mehr. Ja, aber ihr habt ihn erwischt. Ja, der brennt ja. Ja, sehr gut, ist weg. Der erste Fahrzeug killt. Ja. Okay. Yeah. Dafür gibt es keine Beförderung. Hm. Frecher. Alarm! Alarm! Ah, Drohnen gibt's auch, genau rechts, Achtung. Granate! Hab ich Granaten? Geh, ja. Oh. Ja. Schade. Schade. Du musst im Schnibber erledigt. Oh, jetzt sieht es sogar wieder schlecht aus. Ja, es sieht tatsächlich wieder schlecht aus. Oh, oh, oh. Ja, ich wollte hier mit dem Sledgehammer, aber ich habe ja gar keinen. Ja, du hast keinen Hammer. Du hast nur Raketen. Ah, komm schon! Ah, da oben kannst du raus. Entschuldigung. Okay. Ah, wir gewinnen gerade. Sehr gut. Schlomo. Nur gewonnen heute, ne? Ja, kann man nur gewonnen, sagen. Also. Und wir sind. E-Sport ready, würde ich sagen. Boah, Mitte. Ja. 8 zu 20. Kann ich ja sagen.
Ja, das war Battlebit Remastered. Wenn ihr Bock habt, schaut rein. Gibt's gerade für einen schmalen Taler im Steam Store. Ja, und du machst hier jetzt nochmal einen Clan oder so? Oder wie war's nochmal? Ja, ich guck mal, ob ich einen Clan auch machen kann. Das cool. Und dann, ja, wenn ihr Bock habt, sammelt euch zusammen und tragt den Namen RBTV nach draußen. Lieber. Cool, vielen Dank, Jett. Danke dir und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal auf dem Schlachtfeld von Battlebit Remastered. So nehme ich. Ja. Tschüss.